Ja, das war heute Nacht um 4.30 Uhr. Wahrscheinlich haben die Putschisten, ich habe es schon mit Luc Walpott besprochen, wirklich unterschätzt, dass Erdogan durch einen einzigen Aufruf seine Anhänger mobilisieren kann. Und es sind ja viele unterwegs gewesen, auch linke, pro-kurdische, die eigentlich mit Erdogan nicht so zurechtkommen, die gesagt haben, das ist gegen demokratische Prinzipien, was da läuft. Genau so war es. Und in den Moscheen, landesweit, in den Moscheen wurden über Lautsprecher ständig Leute auf die Straße gerufen. Also nicht zum Gebet in die Moschee, sondern auf die Straße. Und das war auch sehr wirksam, denn die Leute sind ja auch auf die Straße gegangen und haben dann bewiesen, dass sie eigentlich ja demokratisch denken, dass sie auch demokratisch ticken. Aber ob das jetzt wirklich ausreicht, um das Land wirklich weiter demokratisch zu führen, weiß ich nicht. Denn Erdogan hat genau das benutzt, was er anderen verboten hat bei den Gezi-Protesten, nämlich die sozialen Medien. Er hat sich über soziale Medien an das Volk gewandt und hat auch gesagt, alle Leute müssen jetzt auf die Straße und müssen dann sich der Demokratie eben annehmen und die Demokratie verteidigen. Erdogan wird ein unbequemer Gesprächspartner für seine politischen Mitstreiter in Europa bleiben. Ist er jetzt noch mehr gestärkt, auch in der Außenpolitik? Das müssen wir abwarten, ob er jetzt gestärkt ist oder ob er jetzt sagen wir mal, sich sagt, also das ist doch nicht so ganz so, wie ich das haben möchte. Es kann auch sein, dass er sagt, jetzt, also ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein im Lande, denn das, was gestern in der Nacht passiert ist, kann auch von ihm als ein Denkzettel aufgefasst werden, damit er dann ein bisschen vielleicht demokratischer agiert, ein bisschen mehr Freiheiten lässt. Wir dürfen nicht vergessen, die Türkei ist ein, was die Pressefreiheit und Gedankenfreiheit angeht, ein sehr, sehr kritisch zu beobachtendes Land. Es gibt über 40 Journalisten in Gefängnissen, die Medien sind gleichgeschaltet durch Zwangsverwalter. Also die Türkei ist noch bei weitem kein demokratisches Land, zumindest nicht seit Jahren. Bei der Pressekonferenz hat er einen sehr selbstbewussten Eindruck gemacht, was nicht darauf schließen lässt, dass er jetzt etwas zurücksteckt. Nein, das sieht auch so aus. Aber wie gesagt, er wird nicht zurückstecken oder er wird versuchen, zumindest den Starken zu spielen. Aber er muss sich erstmal ein Bild machen von den Schäden, von den Folgen der letzten Nacht. Und die sind im Moment ungewiss. Wir wissen noch immer nicht, wer da wirklich dahinter steckt. Und das ist ganz wichtig zu wissen, denn wer hat das Ganze angezettelt? Denn so dilettantisch, wie diese Putschisten vorgegangen sind, das ist wirklich auch fast lächerlich.